Es ist bemitleidenswert, junge Menschen zu erleben, die sich voller Ehrgeiz eine Karriere aufbauen möchten, sich dann jedoch der Möglichkeit, Großes zu leisten, dadurch berauben, dass sie ihre Gesundheit opfern, jenes Gut, von dem die Verwirklichung ihrer Träume am meisten abhängt. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, welches großartige Erfolgskapital eine robuste, unverwüstliche Konstitution ist, die uns in die Lage versetzt, hart zu arbeiten und Rückschläge gelassen wegzustecken? Ist Ihnen klar, wie die körperliche Fähigkeit, lang anhaltende Belastungen zu verkraften, wie solche physischen Reserven es vielen erfolgreichen Menschen ermöglicht haben, schwere Zeiten und widrige Umstände zu überstehen, angesichts derer schwächere Naturen rettungslos überfordert gewesen wären? Wir können auch ohne finanzielles Startkapital erfolgreich sein, aber wir können keinen Erfolg haben ohne körperliche und geistige Vitalität und Spannkraft. Eine defekte Maschine kann keine gute Arbeit verrichten. Wenn wir in der Welt Großes leisten wollen, brauchen wir einen starken, leistungsfähigen Körper, eine energiegeladene Vitalität, sonst wird alles, was wir unternehmen, den Stempel der Schwäche tragen. Diese Schwäche wird jeden Verkauf beeinträchtigen, den wir tätigen, und sich spürbar in allen unseren Bilanzen niederschlagen. Im großen Kampf des Lebens ist eine starke Vitalität von unschätzbarem Vorteil. Die Effizienz und Stärke all unserer Fertigkeiten und Fähigkeiten wird durch eine robuste, sturmfeste Gesundheit verdoppelt und vervielfacht. Gesundheit erhält den Geist klar und leistungsfähig, sorgt für gutes Urteilsvermögen und erfrischt jede Zelle unseres Körpers. Es ist eine große Kunst, Vitalität anzusammeln und zu bewahren, um für Notzeiten einen Überschuss davon zur Verfügung zu haben. Ein erschöpftes, überfordertes Gehirn ist nicht in der Lage, gute Arbeit zu leisten, klar zu denken oder effektiv zu planen. Wer seine geistigen und körperlichen Reserven durch eine abnorme Lebensweise und zu wenig Schlaf und Erholung erschöpft, ist nicht wirklich leistungsfähig. Wenn Sie merken, dass Sie mürrisch und niedergeschlagen sind, das Leben Sie langweilt und nicht mehr so aufregend und anregend ist wie früher, dann brauchen Sie ganz sicher mehr Schlaf und Entspannung. Dann sollten Sie für ein paar Tage aufs Land fahren oder sich wenigstens etwas Bewegung im Freien verschaffen. Oft kehrt dann der alte Enthusiasmus rasch wieder zurück. Ein paar Tage Wandern durch schöne Natur wird die dunklen Gedanken vertreiben, die Ihnen zu schaffen machen. So bringen Sie Ihre Lebenskraft wieder in Schwung. Mit robuster Gesundheit und fester Entschlossenheit können wir Wunderbares vollbringen. Wenn wir uns aber durch schlechte Angewohnheiten, indem wir ein unnormales und ungeregeltes Leben führen, die Gesundheit ruinieren, schneiden wir uns damit von der Möglichkeit ab, wirklich große Erfolge zu erzielen. Zwar stimmt es, dass manche Menschen trotz ihres schlechten Gesundheitszustandes oder einer körperlichen Behinderung Bemerkenswertes geleistet haben, aber überlegen Sie einmal, was diese Leute hätten erreichen können, wenn sie eine starke, robuste Konstitution und ausgezeichnete Gesundheit besessen hätten. Eine schlechte körperliche Verfassung ist immer ein Handicap. Und je größer die Ambitionen eines Menschen sind, umso größer seine Enttäuschung, wenn er aus gesundheitlichen Gründen unfähig ist, diese hohen Ziele zu erreichen. Andererseits steigert eine gute Gesundheit sämtliche geistigen und körperlichen Fähigkeiten, erhöht unsere Effizienz, unsere geistige Brillanz. Wir können energischer und zielstrebiger voranschreiten und unseren Verstand viel besser einsetzen. Nicht sonderlich talentierte Menschen, die aber über eine ausgezeichnete körperliche Konstitution verfügen, erreichen manchmal viel mehr als sehr begabte Menschen mit schlechterer gesundheitlicher Verfassung und Belastbarkeit. Ein gesunder Körper verleiht unserem Leben und unserer Arbeit Vitalität. Die aus blühender Gesundheit erwachsene Vitalität steigert nicht nur unser Selbstvertrauen, sondern bewirkt außerdem, dass andere größeres Vertrauen in uns setzen. Sie steigert unsere Kreditwürdigkeit.
Oft wären Bankiers und Investoren durchaus bereit, entsprechend befähigten und vertrauenswürdigen jungen Leuten Kredite oder Kapital zur Verfügung zu stellen, müssen jedoch ablehnen, weil Gesundheit und Konstitution des Betreffenden zu wünschen übrig lassen. Zwar haben sie großes Vertrauen in den jungen Unternehmer, zweifeln jedoch, ob er gesundheitlich durchhält, bis sein Geschäft so viel Gewinn abwirft, dass er das geliehene Geld zurückzahlen kann. Es gibt junge Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten und hervorragender Ausbildung, die dennoch beruflich keine großen Fortschritte machen, weil sie nicht in der Lage sind, mehr als 2 oder 3 Stunden am Tag konzentriert und effektiv zu arbeiten. Es fehlt ihnen an Ausdauer und Härte für längere berufliche Anstrengungen. Ihre körperlichen Reserven erschöpfen sich so rasch, dass sie dem täglichen Konkurrenzkampf einfach nicht gewachsen sind. Sie sind ständigen Demütigungen und Frustrationen ausgesetzt, weil Konkurrenten, die nicht halb so intelligent und tüchtig wie sie, aber körperlich doppelt so stark und zäh sind, auf der Karriereleiter an ihnen vorbeiziehen. Viele Leute schränken ihre Erfolgschancen erheblich dadurch ein, dass sie an schlechten, ungesunden Angewohnheiten und Schwächen festhalten. Manche von ihnen bringen kaum mehr als 5% der ihnen normalerweise zur Verfügung stehenden Energie auf, um Geld zu verdienen und ihre Lebensaufgaben zu verwirklichen. Den Rest vergeuden sie auf dumme, sinnlose Weise. 10% Lebensenergie werden für Alkohol vergeudet, 10% raubt ihnen das Rauchen, ungefähr 25% vergeuden sie mit billigen Vergnügen und Freuden, 10% durch Faulheit und schlecht geplante, undurchdachte Aktivitäten. Viele verlieren einen hohen Prozentsatz ihrer Energie durch ängstliche, sorgenvolle Gedanken, Ärger und Aufgeregtheit. So kommen sie schon matt und geschafft zur Arbeit und können sich kaum zum Nötigsten aufraffen. Die Qualität unserer Gesundheit hat eine Menge mit der Qualität unseres Denkens zu tun. Ein krankes Gehirn und kranke Nervenzellen bringen keine gesunden Gedanken hervor. Wenn die Vitalität schwach ist, wird das Denken auf dieses niedrige Niveau herabgezogen. Viele Fehlschläge sind weniger auf Missmanagement und Unfähigkeit zurückzuführen als auf schlechte Gesundheit. Ehrgeizige junge Menschen überschätzen oft ihre Kräfte und versuchen sich an Aufgaben, für die ihnen einfach die erforderliche physische Kraft und Ausdauer fehlt. Um Großes zu leisten, muss ihr Geist frisch und aufgeschlossen sein. Wenn ihre Fähigkeiten voll auf der Höhe sind, wenn frisches, rotes Blut in ihren Adern pulsiert und sie vor Energie strotzen, werden sie in 3 oder 4 Stunden am Tag eine besser durchdachte, effektivere, erfolgreichere Arbeit leisten als ein energiearmer, leistungsschwacher Mensch, der sich 12 bis 14 Stunden mühselig abplagt. Viele Leute haben durch zu lange Arbeitszeiten ihre berufliche Reputation ruiniert und ihre Energie verloren. Viele Berufstätige könnten weitaus mehr leisten, wenn sie früher Feierabend machen, ihr Büro oder Geschäft früher verlassen und ein paar Stunden weniger arbeiten würden. Stattdessen sollten sie sich mehr Zeit dafür nehmen, Körper und Geist durch Bewegung an der frischen Luft und gesunde Erholung in Form zu halten. Mit anderen Worten, diese reduzierte Arbeitszeit macht sich ökonomisch absolut bezahlt. Ist unser Gesundheitszustand ausgezeichnet, schenkt uns das einen Energieüberschuss, der jederzeit genutzt werden kann. Es ist, als hätten wir bei unserer Arbeit einen Assistenten, dessen Arbeitskraft uns zusätzlich zur Verfügung steht. Wir alle wissen, welche Vorteile Menschen im Leben haben, die Stärke ausstrahlen und eine robuste Konstitution besitzen. Solche vitalen Menschen vollbringen oft enorme Leistungen. Mit einer schwachen Vitalität oder verunreinigtem Blut ist dergleichen nicht möglich. Menschen, die sich schlapp und energiearm, mit niedrigen Leistungsstandards und verkümmerten Idealen, mit unkonzentriertem Gemüt und fahrigen Bewegungen an die Arbeit machen, werden niemals etwas von Wert hervorbringen.
Machen Sie es sich zur festen Regel, morgens frisch und voller Tatendrang zur Arbeit zu gehen. Dann werden Sie spontan, nicht gezwungenermaßen, gute Leistungen erbringen. Frohen Mutes statt schwer und niedergedrückt. Wenn Sie zur Arbeit gehen, sollten Sie von schöpferischer Energie erfüllt sein und eine starke, beeindruckende Individualität kraftvoll zum Ausdruck bringen. Irgendwie scheinen die meisten Menschen zu glauben, ihre Gesundheit sei vom Schicksal vorherbestimmt, ein ererbter Zustand, an dem sich nur wenig ändern lässt. Aber warum denken wir dann nicht dasselbe über unser Glück und unseren Beruf? Wir verbringen Jahre damit und nehmen unendliche Mühen in Kauf, um uns für unseren späteren Beruf zu qualifizieren. Wir stellen lange, intensive Überlegungen an, ehe wir uns für eine bestimmte berufliche Laufbahn entscheiden. Wir wissen, dass man jahrelang hart arbeiten muss, um sich in einem Beruf oder Geschäftszweig zu etablieren. Darauf, uns eine gute Gesundheit zu erhalten oder aufzubauen, von der doch alles andere abhängt, ganz und gar abhängt, verschwenden wir hingegen wenig Mühe. Wenn wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass die Integrität und Funktion unserer gesamten geistigen Fähigkeiten von unserer Gesundheit abhängt, dass eine robuste Gesundheit unsere Energien verzehnfacht, dass sie unsere Kreativität, unser Urteilsvermögen und unsere Willenskraft steigert, Begeisterung und Spontanität erzeugt, dann sollten wir sehr daran interessiert sein, gesund zu bleiben bzw. gesund zu werden. Bei der Schaffung eines soliden gesundheitlichen Fundamentes sollten wir genauso vorgehen wie bei allen anderen Angelegenheiten, die uns etwas bedeuten. Uns gründlich über die vernünftigsten und wissenschaftlichsten Methoden informieren und diese dann konsequent anwenden. Wir sind selbst dafür verantwortlich, gut für unseren Körper zu sorgen. Es sollte für uns absolute Priorität haben, uns vernünftig zu ernähren und uns durch angemessenes Körpertraining fit und beweglich zu halten. Dazu gehört es auch, alkoholische Getränke nur sehr maßvoll zu konsumieren und das Rauchen und andere schädliche Angewohnheiten ein für allemal aufzugeben. Gesundheit ist jedoch zum großen Teil eine moralische Frage. Die systematische Befolgung bestimmter äußerer Verhaltensregeln alleine genügt nicht. Wir müssen außerdem richtig denken, vernünftig denken. Um eine gute Gesundheit zu erreichen und dauerhaft zu erhalten, müssen wir an Gesundheit denken, nicht an Krankheit. An Stärke, nicht an Schwäche. An Harmonie, nicht an Zwietracht. Wir müssen wahre Gedanken denken, statt Irrtümern nachzuhängen. Liebevoll denken, statt zu hassen. Konstruktiv denken, statt destruktiv und negativ. Was die Gesundheit angeht, sind Zuversicht und Vertrauen entscheidende Faktoren. Wir sollten tief und unerschütterlich an unsere Fähigkeit glauben, uns durch gesundes, harmonisches, frohgestimmtes Denken gesund zu erhalten. Solange wir an unserer Fähigkeit zweifeln, uns selbst gesund erhalten zu können, solange wir in uns Bilder von Krankheit und körperlicher Schwäche, von negativen Tendenzen und ererbten Fehlern hegen, können wir unmöglich eine starke, normale physische Verfassung erlangen. Wir erneuern unseren Körper, indem wir unser Denken erneuern. Wenn wir unsere Gedanken verändern, verändern wir damit auch unseren Körper und unsere Gewohnheiten. Das Bewusstsein ist der natürliche Beschützer des Körpers. Ein ausgewogener, kultivierter und disziplinierter Intellekt übt einen machtvollen Einfluss auf den Körper aus
und bewirkt innere und äußere Harmonie. Andererseits wird ein schwaches, wankelmütiges, einseitiges, unsicheres, ignorantes Bewusstsein dem Körper letztlich auf dieses niedrige Niveau hinabziehen. Jeder reine, gesunde Gedanke, jede noble, auf das Gute und Wahre ausgerichtete Ambition, jede Sehnsucht nach einem höheren und besseren Leben, jedes selbstlose Streben nach Höherem führt zu einer entsprechenden Reaktion unseres Körpers und macht ihn stärker, schöner und gesünder. Jeder Gedanke tendiert dazu, sich zu verwirklichen. Hässliche mentale Bilder von Krankheit, niederen Gelüsten und Übeln aller Art erzeugen in der Seele Skrofulose und Aussatz, die dann vom Körper reproduziert werden. Unser Geist verschlingt alles, was ihm zugeführt wird, Wahres, Falsches, Gutes und Schlechtes, und wird dann dementsprechend Vernunft oder Verderbnis hervorbringen, Schönheit oder Deformierung, Harmonie oder Dissonanz, Wahrheit oder Irrtum. Es hängt von der Qualität der Nahrung ab, die wir ihm zuführen. Unschuld, Tugend, Heiligkeit, reines Denken erzeugen eine Tendenz zur Langlebigkeit. Hohe Ideale, noble Lebensziele, Großzügigkeit, Wohltätigkeit und selbstlose Menschenliebe verlängern unser Leben, während die